Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius. Jetzt gibt's einige Eindrücke von der heutigen EA-Pressekonferenz, die einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Gamescom stattgefunden hat. Es gab dabei eine Handvoll Spiele zu sehen. Hier hat man gesehen, gerade wie ich versuche mit dem Handy noch kurz ein Foto zu machen, um das für euch bei Facebook zu posten. Und ich werde euch mal so ein ganz klein bisschen sagen, was ich von der ganzen Show gehalten habe. Ich wünsche euch ganz einfach, wie immer, viel Spaß beim Video. Ja, vielleicht habt ihr schon ein, zwei von den anderen EA-Pressekonferenz-Videos gesehen. Dann habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass ich hier mit Game Insight, also quasi meinen Partnern und Freunden dort, verabredet war. Hier Stefan und Krieger im Bild, Chris war auch noch mit dabei. Und so sind wir dann zu viert eben auf die Pressekonferenz von EA gezogen. Ja, und wenn wir nicht gerade Quatsch gemacht haben, haben wir uns natürlich auch ganz gesittet über Games unterhalten. Einlass zur Pressekonferenz war 15 Uhr, offizieller Start war 16 Uhr, das hat sich aber alles relativ nach hinten verschoben. Wir waren alle sehr, sehr früh da, wir haben uns also nochmal eine Stunde vorher getroffen, um einfach so ein bisschen relaxed da anzukommen und uns halt auch gescheite Plätze zu reservieren. Da alle waren fleißig mit dem Handys Fotos für Facebook am Knipsen, um die ja, Follower, Freunde da auch ständig am Laufen zu halten. Irgendwann hieß es dann aber logischerweise mal leise sein und Richtung Leinwand gucken, denn nach langer Warterei fing es dann doch irgendwann mal an. Und vielleicht eins direkt vorweg, wir waren alle vier so ein ganz klein bisschen enttäuscht. EA hat ja sowas gesagt wie, wir kündigen drei geheime Projekte an, die noch nicht veröffentlicht wurden und wir haben jetzt eigentlich... da ist nochmal die Anfangssequenz mit dem Handy. und wir hatten eigentlich alle damit gerechnet, dass hier so ein richtiger Knaller kommt. Ja, also dass wir so absolut geflasht werden, dass irgendwas published wird, womit keiner erwartet hatte. Ich habe die ganze Zeit auf Half-Life 3 noch spekuliert, weil ja Electronic Arts damals auch die Orange Box herausgebracht hat für Valve. Und vielleicht, ich habe mir so Mirror's Edge 2 als Überraschung vorstellen können, dass sie das doch nicht haben sterben lassen, das Thema. Aber naja, wir wurden halt eines Besseren belehrt und bekamen dann quasi so ein bisschen so ein Programm aufgesetzt, was ich mal als Standard betrachten würde. Ja, Standard ist vielleicht jetzt noch nicht mal böse gemeint, es blieb bloß einfach so dieser eine überraschende Knaller irgendwie aus. Begonnen hat das Ganze hier mit Army of Two, The Devil's Cartel, also der dritte Teil von Army of Two. Ich habe mich wirklich gefragt, als ich da gesessen habe, ob das der zweite oder der dritte Teil überhaupt ist. Und naja, es ist halt wieder ein Co-op-Action-Titel, wie man sagt, entwickelt wurde das Ganze von Visceral Games, oder wie spricht sich das aus? Das sind auf jeden Fall die Leute, die die Dead Space-Reihe gegründet haben, sozusagen. Ja? Das Ganze setzt hier erneut auf die Frostbite 2 Engine, also anscheinend die Engine, die in Zukunft in allen EA-Spielen, die, ja, in denen es so ein bisschen kracht und rumst und so zum Einsatz kommen wird. Das ist natürlich ganz positiv, weil wir dadurch immer mal wieder so eine zerstörbare Umgebung auffinden werden. Hier steht so noch, der Spieler findet sich auf gefährlichen Straßen Mexikos wieder und schlüpft in die Rolle von Alpha und Bravo, zweier Agenten der Tactical Worldwide Operations. Ja, da geht es halt so um Drogenkrieg und sowas, aber im Grunde genommen, ich muss jetzt sagen, ich war jetzt noch nie so ein Freund von Army of Two, ja, und das habe ich jetzt auch bei Game Insight für die Daily News mal angemerkt, das ist alles so relativ austauschbar. Logo, die Jungs haben jetzt so die Tattoos auf den Arm und die Maske auf dem Schädel und so, aber wenn du die Augen zugemacht hättest und irgendwo mitten im Stream reinkommst und du siehst das Spiel, was jetzt gerade läuft, da hättest du noch nicht sagen können, ist das jetzt Medal of Honor? Ist das jetzt Battlefield 3, irgendwie eine Erweiterung? Oder, ja, keine Ahnung. Oder ist es halt hier Army of Two? Ja, das ist alles relativ gleich geworden. Hier wieder so mit der Gun im Heli. Ganz schön ist natürlich, einer spielt den Typ auf dem Boden, oben einer steuert den Heli und so dieser Koop-Faktor ist natürlich irgendwie toll. Das war der Lacher des Tages, habt ihr gerade gesehen, da war so ein Bug mit der Leiche. Das war eigentlich geil, dass sowas halt in einem Game passiert, finde ich super, weil das macht es ganz einfach authentisch und da sieht man auch wirklich, dass die Leute spielen und dass da nicht einfach nur ein Video läuft oder sowas, ja. Aber im Großen und Ganzen, ich fand, es sah gut aus. Das macht sicherlich Spaß, das mit einem Kumpel zu spielen. Die große Überraschung war das aber natürlich auch nicht, weil angekündigt war das bereits seit dem 3. August, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, verwundert hat mich dann ein bisschen mehr, dass Peter Moore auf der Bühne stand und der hat im Grunde genommen an dem Tag hauptsächlich eigentlich Origin Lob gepreist und auch für weitere Systeme jetzt wie Android, iPhone, Facebook und so weiter und so fort angekündigt. Also, dass das jetzt halt sich noch über alle Plattformen ausbreiten wird, wie viele Millionen von Menschen damit vernetzt sind und so weiter und so fort. Dann kam eigentlich eine ganz gute Szene, wie ich fand. Also das fand ich amüsant, dass die beiden das mitgemacht haben. Nämlich, den hatte ich schon so von der Seite stehen sehen, ja. Da habe ich die Kamera geschwenkt. Ich habe mir jetzt wirklich gedacht, da passiert ein bisschen mehr, ja. Also dass die beiden Jungs irgendwie auf die Fresse fliegen, dafür sind sie, glaube ich, zu wichtig. Aber ich habe gedacht, da kommt so ein bisschen mehr. Naja, EA hat dann als zweiten Titel NHL 13. Oder 13 angekündigt. Und da war ich jetzt auch so, okay, so Army of Two hat so bam, hat so geballert. Ja, also der Sound war super. Die ganze Halle hat gerummert und gewummert. Es war ja wie in einem Kino, wo das so vorgetragen wurde. Und es hat sich so richtig gepackt. Ja, und dann kam hier diese Szene mit NHL 13. Da wurde noch gesagt, so ja, welche neuen Techniken es gibt. Und dass man jetzt, rückwärts Schlittschuh laufen kann und so. Da muss ich jetzt persönlich gestehen, wenn man wie ich jetzt kein Eishockey-Fan ist, dann ist es natürlich auch irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen mau, aber mich hat es jetzt halt einfach nicht so interessiert, aber für alle NHL-Freunde und ich kenne mindestens zwei, also einen sehr großen Eishockey-Fan, das ist der Tobias von Xbox Dynasty und auch ein guter Kumpel von mir, der Fischi, mit dem ich früher im Clan gespielt habe, der sehr gerne NHL spielt und so, für die ist das natürlich toll, für mich war das so ein bisschen, wo ich gedacht habe, naja, okay, nächstes Spiel bitte. Ja, kommen wir zum Titel Nummer 3. Und wenn ihr jetzt gleich die Optik seht, dann habe ich gedacht, oh, Mirror's Edge, Mirror's Edge. Und dann habe ich gedacht, nee, Moment, Criterion Games und da kamen direkt Autos. Und dann war irgendwie klar, als dritten Titel haben sie halt den neuesten Ableger von Need for Speed vorgestellt. Von Need for Speed habe ich eigentlich auch noch relativ viel gefilmt. Also ich bräus quasi, dass ich nicht einfach das Ganze habe mitlaufen lassen, komplett und ungeschnitten. Ich hatte zunächst immer so gedacht, dass ich das live kommentieren würde, aber wenn jemand oben auf der Bühne gesprochen hat, war es doch sehr, sehr leise im Saal, sodass es eigentlich echt blöd gekommen wäre, wenn ich vorne in Reihe 3 dann immer gesagt hätte so, ja, jetzt schon wieder Need for Speed und so, ja, lasst euch mal was Neues einfallen halt. Und deshalb, habe ich es dann hinterher nicht mehr live kommentiert mit dem Mikro und habe mir quasi die Show reingezogen, die sie uns da geboten haben. Need for Speed hat man auf jeden Fall überraschend viel Zeit eingeräumt, ja, das hätte ich nicht erwartet, also man hat eine Menge vorgespielt, eine Menge Sachen zu hören bekommen und so, letztendlich bleibt es aber, glaube ich, so ein bisschen erneut hinter den Erwartungen zurück, ja, also diese alten Need for Speed Fans und so werden wir wahrscheinlich nie wieder so dieses Feeling bekommen, was einfach diese alten Titel hatten und ich glaube, dass dieses Rennspiel sich nicht einfach so, ja, immer weiterentwickeln und immer weiter fortführen lässt, wie jetzt ein FIFA 11, 12, 13 und so, wo ein FIFA immer ein FIFA bleibt und immer Spaß machen wird. Also bei Need for Speed bin ich noch sehr gespannt, ob das von der Community gut aufgenommen wird. Da würde mich mal interessieren, was ihr so davon überhaupt haltet. Dann ging es glücklicherweise auch wieder weiter mit Shootern und mit Medal of Honor Warfighter. Das ist ja quasi so der nächste große Ego-Shooter, der uns ins Haus steht. Das ganze Teil erscheint ja schon am 25. Oktober. Das ist also für mich so ein bisschen schon so in greifbarer Nähe, möchte ich mal sagen. Ja, da wurde dann nochmal so ein bisschen drauf eingegangen, wie viele Teams es gibt und dass man versucht hat, so alle Spieler aus aller Welt, dass man immer seinen eigenen Staat verkörpern kann und solche Geschichten und sowas wurde da irgendwie alles angepriesen und so. Und was man wirklich einfach EA lassen muss, EA macht saugeile Trailer, ja, also als da halt der Sound anfing und das Gameplay irgendwie, also dieser Videotrailer lief, da hat man echt gedacht, boah, also hier Rock'n'Roll. Logo, auch das baut natürlich wieder auf die Frostbite 2 Engine auf und da wundert es jetzt einen nicht, dass viele Leute natürlich dann direkten Vergleich irgendwie zu Battlefield ziehen, ja, dass sie sagen, ey, das ist irgendwie so das Gleiche und so und in der Tat erinnert einen das natürlich irgendwie so ein bisschen an so ein Close Quarters Gameplay, oder? Hier sieht man nochmal ganz schön, welche Länder, wie viel Fahnen und Flaggen und so, das wurde alles dann nochmal einzeln aufgeführt. Ich bin mal sehr gespannt, wie es sich spielen wird. Ich denke schon, dass es Battlefield ähnelt, aber dann doch mehr so einen Call of Duty Touch haben wird,
weil es halt eben eher so ein First-Person-Shooter ist und glaube ich nicht so fahrzeuglastig. Da können wir gerade nochmal sehen, wie viele Klassen und Tausende und bla und so. Ne? Also dann wurde natürlich auch nochmal auf die Battlefield 4 Beta ganz kurz unten im Trailer hingewiesen. Das lässt man natürlich dann auch nicht aus dem Blick. Und da ist natürlich dann wieder so die Frage, hey Mensch, im Oktober kommt Medal of Honor und dann wann kommt Battlefield 4 im Frühjahr? Also es kommt dann ja schon relativ nah hintereinander weg, glaube ich. Und ja, vertreibt man sich jetzt mit Medal of Honor nur die Zeit, bis Battlefield kommt? Was meint ihr? Ich bin mir da nicht so sicher. Also für mich auf jeden Fall ein Titel, den ich spielen werde und auf den ich mich auch freue, kann ich jetzt einfach sagen. Ja, dann kam eine lustige Geschichte. Peter Moore hat nämlich The Simpsons angekündigt fürs iPad und fürs iPhone und sowas. Ich meine, das gab es auch schon oder ist jetzt wieder erhältlich. Ich meine, das ist auch kostenlos und so. Ich muss gestehen, das war dann so ein Moment, wo ich dann so ins iPhone geguckt habe, was bei Facebook gepostet wird und schon parallel die Pressemitteilung gelesen hat, die EA anscheinend zeitgleich rausgehauen hat. Logo sowas ist nett und auch für uns Core-Gamer vielleicht ein bisschen erschreckend, denn diese ganzen Android und iPhone Games und so sind anscheinend doch so ein bisschen zukunftsbestimmt. Also mir macht es ein bisschen Sorge. Ja, ich habe ein Patenkind, also der Sohn von meiner Schwester, der ist jetzt 12 oder 13 und den sehe ich ständig auf so einem Ding spielen. Und naja, also meins ist es halt überhaupt nicht. Ich habe ich habe ein Need for Speed auf dem iPhone und also ich spiele mit einem Handy oder sowas nicht gerne. Sei es drum, wer es mag, kann es ja spielen. Ja, direkt darauf folgte dann diese Ankündigung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, hier Better Play Origin, wurde dann hier nochmal irgendwie aufgeführt. 21 Millionen User gibt's mittlerweile schon, die über PC, iOS und Web da irgendwie vernetzt sind und miteinander Inhalte teilen und dass man mit seinen Freunden spielt und mit seinen Freunden was austauscht und so weiter. Da werden natürlich immer ganz zuerst die positiven Aspekte hervorgeholt. 500 Games stehen da parat, über 50 Third-Party-Hersteller nennt man das, oder? Partner liefern auch Titel für Origin und ja, also ich denke, ob man es mag oder nicht, es ist halt ähnlich wie mit Steam und wie allen anderen und Electronic Arts hat ja auch schon gesagt, also die digitale Vermarktung ist einfach unsere Zukunft und irgendwann werden wir auch ein rein digitales Unternehmen sein. Das bedeutet, ich kann mir vorstellen, dass es später noch so Limited Collectors Edition geben wird, aber nach und nach werden wir uns wahrscheinlich darauf einstellen müssen, dass irgendwann auch wir alle Spiele herunterladen werden. Ja? Also ich muss jetzt gestehen, ich habe mein Skyrim zum Beispiel auch bei Steam heruntergeladen und nicht mehr gekauft, ja, irgendwo im Laden. Und ich habe auch mein Crysis 2 zum Beispiel bei Origin gekauft und da heruntergeladen, genauso wie mein Battlefield 3 und auch nicht mehr im Laden gekauft. Ja, um bei Battlefield 3 zu bleiben, das war für mich dann vielleicht so ein bisschen der Knaller der Pressekonferenz. Ob positiv oder negativ, müsst ihr jetzt leider selber entscheiden. Ja, neben dem nächsten kommenden DLC, über den man ausführlich berichtet hat, ging es natürlich darum, dass am heutigen Tag die Battlefield 3 Premium Edition veröffentlicht, angekündigt wurde, wie auch immer. Und das bedeutet jetzt einfach, dass wir in Zukunft ein Spiel bekommen werden, also Battlefield 3 Premium, und das beinhaltet einfach ganz normal Battlefield 3, alle Premium-Inhalte und 5 digitale Erweiterungen. Als Starthilfe für neue Multiplayer-Spieler wird es da ein Multiplayer-Headstart-Kit geben, so nennt sich das, mit 15 Waffen, Gadgets, Fahrzeug-Upgrades und so weiter und so fort. Hier steht noch, die Battlefield 3 Premium Edition enthält mehr als 25 Karten, über 70 Waffen und Fahrzeuge sowie Dutzende von Freischaltungen und Upgrades für 59,99. So, und das ist jetzt so ein Punkt, da kann man natürlich sagen, marketingtechnisch super, ja, for Medal of Honor, jetzt nochmal so ein Paket rauszuhauen, bei dem hier alle Premium-Zusatzinhalte mit enthalten sind, die gerade im Hintergrund hier nochmal besprochen werden. Im Grunde genommen ist es aber so, hätte ich jetzt zum Beispiel neulich erst Battlefield 3 gekauft und hätte mir neulich erst Premium gekauft und hätte dafür dann fast insgesamt das Doppelte bezahlt, würde ich mich sicherlich an dieser Stelle jetzt richtig ärgern. Ja, also für Neueinsteiger ein super geiles Angebot, ja, also ein besseres Angebot zu Battlefield 3 werden wir nicht bekommen, außer das Teil ist halt 2 oder 3 Jahre alt, das heißt also, wenn ihr noch nicht Battlefield 3 habt, kann ich durchaus echt raten und empfehlen, mit der Premium Edition einzusteigen. Mich würde aber mal interessieren, die Leute, die Premium gekauft haben für den Fuffi, ob die sich jetzt einfach ärgern werden,
dass ihr quasi mehr Geld bezahlt habt, als die Leute, die das nach euch kaufen. Bam. Also ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Streitpunkt, beziehungsweise was, womit man die Battlefield 3 Hardcore-Spieler, also die von Anfang an mit dabei sind, alle Inhalte kaufen und so einfach verärgern wird. Und ich finde das eigentlich, ja, nicht ganz so günstig, muss ich sagen. Also ich glaube, da macht man sich einfach Knatsch mit der eigenen Community. Und wir haben ja alle gesehen, wie es bei Call of Duty abgeht, wo eigentlich die ganze Community immer nur am Schimpfen ist über Activision und über Elite und alles. Und ich finde, Electronic Arts sollte hier mit Battlefield nicht das Gleiche machen, nicht den gleichen Fehler machen, sondern die Leute einfach glücklich machen und nicht mit solchen Angeboten verärgern, indem sie das jetzt für einen guten Preis raushauen und vorher haben eigentlich dann, naja, eventuell zu teuer verkauft. Ich weiß es nicht. Wenn man alles einzeln kauft, ist es ja noch teurer. Aber auf jeden Fall ist das sicherlich ein strittiger Punkt. Da würde mich eure Meinung mal echt besonders zu interessieren. Ja, und während Battlefield dann so ausklingt, geht's dann direkt wirklich mit dem nächsten Kracher weiter. Und das war so das, auf das ich mich besonders gefreut habe. Warum sie nicht immer diese Angabe mit ab 16 Jahren freigegeben am Anfang von den Trailern rausgeschnitten haben, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? It's gonna blow your mind. Und das ist wirklich das Spiel, auf das ich mich persönlich am meisten gefreut habe. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die Crysis immer so ein bisschen am Rand betrachten, gerade von den Multiplayer-Spielern, die jetzt Call of Duty und Battlefield spielen und so. Ich bin aber echt totaler Crysis-Fan. Und ich habe auch echt mega gerne Crysis 2 Multiplayer gespielt, ja, weil es tierisch komplex war und einfach mega geil war für mich. Und Crysis 3 ist einfach so mein Favorite-Titel für die nächsten Tage, Jahre, weiß ich noch nicht. Ja, also neben Skyrim 2 und ja, Freunde, ich weiß, es heißt The Elder Scrolls 6, aber ich sage immer Skyrim 2, weil das halt so ein Running-Gag, den anscheinend keiner verstanden hat. So, der gute Rasmus hat dann noch ein bisschen sowas zur Entwicklung erzählt und dann wurde hauptsächlich heute ein neuer Multiplayer-Modus vorgestellt, der Hunter-Modus. Ja, der Hunter-Modus wird später mal mit 16 Leuten spielbar sein. Ich kann mir wieder sowas vorstellen, am PC 16 Leute, an der Xbox vielleicht 12 oder so. Demonstriert wurde das auf der Bühne auf jeden Fall mit 9 Leuten, wahrscheinlich weil einfach mehr Leute nicht auf die Bühne passten, um das gescheit darzustellen. Ich fand, das war aber eine sehr coole Show, als die Gamer aufliefen und ich habe echt die ganze Zeit gedacht, lasst mich spielen, gib mir das Pad. Also so, warum man mich nicht wirklich auf die Bühne gerufen hat, damit ich da zock, weiß ich jetzt nicht. Also da nochmal bitte alle einen Beschwerdebrief an Electronic Arts und Crytek schicken, dass bei der nächsten Pressekonferenz doch bitte der Sirius das Ganze vorspielen möchte. Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar für. So, das war jetzt hier ganz nett gemacht. Wir haben quasi hier die 7 Leute, die das rote Team bilden. Das sind quasi diejenigen, die ohne Nanosuit unterwegs sein werden und die linken Beine sind halt mit Nanosuit und einem Bogen ausgerüstet und so geht dann die Jagd aufeinander los. Gab es nicht auch so einen Modus in Crysis 2, so einen Modus, der nie gespielt wurde, also wo auch ein Team halt mit den Nanosuits unterwegs war und keine Waffen hatte oder nur eine Pistole oder sowas und die anderen waren halt ohne Nanosuit, aber hatten schwere Wummen dabei und so und da mussten auch diese Punkte eingenommen werden. Naja, das hat mich so ein ganz klein bisschen daran erinnert und es erinnert natürlich tierisch an Predator. Und wenn euch das hier interessieren soll, das habe ich auch komplett in voller Länge hochgeladen, dann könnt ihr euch auch angucken, was dazu erzählt wird und so. Ich war eigentlich schon richtig angetan als Crysis-Fan, freut man sich da über jede neue Szene, die man sieht. Ich hatte mir aber auch hier noch ein bisschen mehr erwartet. Ich habe gedacht, der Typ, es kommt einer mit dem Nanosuit durchgelaufen oder die Bühne explodiert oder irgendwie sowas. Ja, dann kam es zu einem BioWare-Franchise. Ja, es ging um Star Wars The Old Republic und das ist ja so ein Teil, was so ein bisschen World of Warcraft-mäßig ist, sage ich jetzt mal. Ist auch so ein Thema, was mich jetzt nicht so sehr in den Bann zieht. Das Spiel hat die besten Intro-Szenen, ja, die besten Einleitungen, die ich jemals gesehen habe. Das muss ich gestehen, habe ich hier auch auf meinem Videokanal selber mal hochgeladen. Das Spiel selber interessiert mich hinterher aber im Endeffekt nicht mehr so sehr. Es wurde dann quasi angekündigt, dass das Ganze in Zukunft ein Free-to-Play-Titel wird. Also bis Level 50 könnt ihr in Zukunft Star Wars The Old Republic spielen. Wenn ihr darüber hinaus spielen würdet, gibt es dann halt immer noch so kostenpflichtige Angebote. Aber um damit einzusteigen, ist das natürlich quasi ideal. Ich habe euch da jetzt einfach mal eine Menge rausgeschnitten. Ich glaube, da habe ich nicht so das entsprechende Zielpublikum für. Dann ging es weiter zum zweiten Mal hier mit, wie spricht sich das aus? Visceral Games. Und es ging natürlich um Dead Space 3.
Ja, auch so ein Titel, der eigentlich schon im Vorfeld relativ viel gehatet wird, finde ich. Obwohl er jetzt mir auf der Pressekonferenz wirklich sehr gut gefallen hat. Es geht ja einfach darum, dass man schon mit Dead Space 2 eigentlich diese Richtung vom traurigen, schweigsamen Isaac so weggegangen ist. Also, dass der Hauptheld halt nicht mehr so diese zerbrochene, in Horror gestürzte Figur war, die so tragisch durch das Spiel geschlichen ist, stumm, ohne ein Wort zu sagen, sondern dass es halt immer mehr so zu so einem Action-Baller-Game verkommt. Ja, man muss da einfach sagen, das Genre wechselt sich irgendwie so ein bisschen bei Dead Space 3. Ich glaube, da wird es halt immer noch so Schreck- und Action-Momente geben, aber im Großen und Ganzen wirkt es halt jetzt so ein bisschen, ja, actionlastiger, ballerlastiger und so. Und könnt ihr euch noch an Dead Space 1 erinnern, so diese ersten Minuten, wo ihr so panisch direkt fliehen musstet im Dunkeln, ohne zu wissen, was hinter euch ist? Ich glaube, sowas werden wir hier nicht erleben. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein sehr gutes und ein sehr geiles Spiel sein wird. Also, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja, last but not least, ich habe die letzten 10 hier mal ein bisschen kürzer gemacht, weil ich überraschenderweise jetzt schon hier auf über 20 Minuten gekommen bin. Ich hatte gar nicht vor, so ein langes Video zu machen. Ich habe gedacht, auch so 6, 7 Minuten mal zur Pressekonferenz eben raushauen und gut ist. Und da ging es halt um FIFA und was es halt alles für neue Möglichkeiten in FIFA 13 geben wird. Jetzt bin ich, glaube ich, somit der schlechteste FIFA-Spieler vor Gott dem Herrn. Ich habe aber trotzdem eigentlich seit FIFA, oh, ich weiß gar nicht, also schon viele Jahre, ich glaube, seitdem ich die Xbox habe, also 6, 7 Jahre, habe ich eigentlich jeden FIFA-Titel besessen und teilweise auch diese EM- und WM-Editions und so, und ich habe immer viel Spaß dran und ich glaube auch einfach, dass FIFA 13 wieder ein großer Titel werden wird, bei dem mich jeder schlagen kann, an dem ich aber trotzdem wahrscheinlich wieder an so privaten Abenden, so Geburtstage, wenn man irgendwie den Schwiegervater abzieht und sowas, eine Menge Spaß haben werde. Ja, wer mir ein bisschen länger zuschaut, weiß ja, dass ich eine Dauerkarte für Dortmund besitze seit 10 Jahren oder so, da schon viel zu viel Geld für ausgegeben habe und Krieger war ja mit dabei und Krieger ist ja aus Düsseldorf und da bin ich am Überlegen, ob ich Krieger mal herausfordern soll, mit meiner Mannschaft gegen seine Mannschaft zu spielen. Also ich bin furchtbar schlecht, ich weiß nicht, wie gut er ist. Wahrscheinlich gibt es eine Katastrophe, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber die lustige Idee kam mir da so, als FIFA auf jeden Fall lief. Ich würde sagen, wir kommen so langsam aber sicher mal zum Schluss. Also diese Pressekonferenz ging in etwa 1,5 Stunden lang, würde ich sagen. Und es wurden halt eine Menge Szenen gezeigt. Was für mich einfach am Ende ausblieb, ist so diese drei großen Geheimnisse, die Krache. Also wenn man jetzt ein Release-Datum veröffentlicht, ist das für mich kein wirkliches Geheimnis, was da irgendwie enthüllt wird. Ich habe mir einfach mehr versprochen. Also man sagte zwar, dass diese Konferenz zeigen sollte, wie wichtig der deutsche und der europäische Markt für Electronic Arts ist und das glaube ich auch wirklich, aber anscheinend war die Gamescom nicht wichtig genug, um irgendeine richtig dicke Katze aus dem Hut zu lassen, ja, oder aus dem Sack. Wie sagt man? Den Hasen aus dem Hut zaubern, die Katze aus dem Sack lassen. Also letztendlich, wir haben eigentlich das gesehen, was wir erwartet haben. Wir hatten einen schönen Einstieg in die Gamescom, muss ich sagen. Ich habe mich gefreut, die anderen zu sehen. Ich habe noch 2, 3 Leute gesehen, die ich so noch kenne aus der Gaming-Szene. Und ja, wollen wir einfach mal gucken, was uns jetzt der Mittwoch liefert, was da so abgeht. Und mal gucken, ob ich da direkt auch abends 1, 2 Videos zu machen werde. So, EA verabschiedet sich auf der Bühne, ich verabschiede mich mit dem Video, ich sage bei allen wie immer, danke fürs Zuschauen, für euer Interesse, bis zum nächsten Mal und haut rein!